Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Peter Heinrich von easyduff.de. Ja, heute geht es um das Thema nominalisierte Adjektive. Mich haben folgende Fragen erreicht. Einmal hier von Samira über YouTube war das. Hallo, guten Tag. Zuerst bedanke ich mich bei Ihnen wegen Ihrer immer nützlichen Videos. Ich hätte eine Frage. Warum sagen wir aus dem Französischen, warum schreiben wir Französisch mit N? Und eine weitere Frage hat mich von einem neuen Campusmitglied erreicht. Vielen herzlichen Dank für die Beiträge. Ich arbeite an der FSU Jena als Lehrkraft und bin durch Zufall auf Ihre Seite gekommen. Mein erster Eindruck ist ein sehr positiver. Ja, hier klären wir die Frage, ein positiver. Ist das hier korrekt geschrieben oder nicht? All das nach dem Intro. Ja, und auch dieses Video kennen unsere Campusmitglieder bereits in unserem Mitgliederbereich mit Übungen dazu. Wenn ihr also ein bisschen höheres Niveau haben wollt und mehr Materialien, dann vergesst nicht, mal reinzuschauen, indem ihr zum Beispiel unseren kostenlosen Kurs Gedächtnis-Crash-Kurs für deutsche Grammatik euch besorgt. Er ist ja kostenlos, bieten wir euch den an. Früher habe ich ihn für 37 Euro verkauft, heute kostenlos. Und da kriegt ihr schon mal einen Eindruck von dem ganzen Mitgliederbereich. So, jetzt legen wir aber los. Wir schauen uns das nochmal an, hier im Originalkommentar. Hier ist nochmal Samiras Frage. Hallo und guten Tag. Zuerst bedanke ich mich bei Ihnen wegen Ihrer immer nützlichen Videos. Ich hätte eine Frage bitte. Warum sagen wir aus dem Französischen? Warum schreiben wir Französisch mit N? Ja, hier habe ich es ja mit N geschrieben. Also anscheinend sage ich das irgendwo in einem YouTube-Video und sie hat das aufgenommen und die Frage gestellt. Hier geht es erstmal um Sprachbezeichnung. Ja, sie fragt sich ja, warum fehlt hier eine Adjektivendung? Also bei der Sprachbezeichnung benutzen wir die ja oft nicht. Und hier gehen wir erstmal zu der Regel für Sprachbezeichnungen. Die schreiben wir in der Regel immer groß und in der Regel auch verwenden wir sie in Wendungen oder in Kontexten ohne Adjektivendung. Zum Beispiel: Ich lerne Französisch. Das ist jetzt zwar ein Adjektiv, aber als Sprachbezeichnung hier schreiben wir es groß. Warum? Weil ich hier grundsätzlich die Frage stellen kann, was lerne ich? Und somit hat dieses Französisch ein wenig Objektcharakter. Und genauso hier, kannst du Französisch? Kannst du Französisch? Auch hier können wir fragen, was kannst du? Und noch eine andere Position im Satz, Französisch ist eine schöne Sprache. Auch hier können wir fragen, also hier hat es eher Subjektcharakter. Und nach dem Subjekt, wisst ihr, fragt man ja mit zwei Fragepronomen korrekterweise. Und zwar, wer, aber das ergibt hier bei Französisch natürlich keinen Sinn. Oder was, und hier ist wieder unser Was. Also in diesen Kontexten benutzen Sprachbezeichnungen keine Adjektivendung, obwohl sie eigentlich streng genommen Adjektive sind. Aber als, ich glaube sogar früher nach der alten Rechtschreibung hat man das auch mal klein geschrieben. Ich bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Heute schreiben wir es auf jeden Fall groß als Sprachbezeichnung und weil es so ein bisschen diesen Objektcharakter hat. Jetzt schauen wir mal weiter zu anderen Kontexten, wo wir das klein schreiben. Dieses Gericht ist italienisch. Hier wird jetzt italienisch nicht als Sprachbezeichnung bezeichnet, sondern als echtes Adjektiv. Und hier können wir auch, das können wir daran erkennen, dass wir ja im weitesten Sinne wie fragen können, wie ist das Gericht? Das ist aber auch eine komische Frage. Wir würden vielleicht sagen, wie ist es beschaffen vielleicht, ja. Und ganz allgemein fragen wir hier nach einer Eigenschaft. Welche Eigenschaft hat das Gericht?
Es ist italienisch, ja, und Eigenschaften werden ja durch Adjektive beschrieben. Ich spreche jetzt Französisch. Auch hier können wir fragen, wie spreche ich jetzt gerade? Ich spreche jetzt Französisch, obwohl hier tatsächlich die Frage gemeint ist. Aber hier passt besser das Fragepronomen wie. Ich spreche Französisch. Deswegen schreiben wir es hier klein. Und das Signalwort ist hier jetzt. Jetzt gerade spreche ich Französisch. Ich könnte jetzt gerade auch Deutsch oder Englisch sprechen. Deswegen schreibt man es klein. Du kannst auch allgemein sagen, ich spreche Französisch. Dann würden wir es wieder groß schreiben, weil du dann eher fragst, was sprichst du? Welche Sprache sprichst du? Grundsätzlich, ich spreche Französisch. Dann würden wir es groß schreiben. Ich halte meinen Vortrag Englisch. Ja, das ist auch kein schönes Deutsch. Aber auch hier würden wir fragen, wie hältst du deinen Vortrag? Ja, Englisch. Eigentlich würde man sagen, ich halte meinen Vortrag auf Englisch, so wie ich es dann hier unten geschrieben habe. Und hier ist unser deutliches Signal mit einer Präposition. Nach einer Präposition folgt immer ein Nomen. Und deswegen schreiben wir hier auch Englisch groß. Also der ganz wichtige Unterschied auch nochmal, wenn wir hier nochmal zurückgehen zu unserer Sprachbezeichnung, wir schreiben sie dann immer auch groß. Also wenn wir sie als Nomen verwenden, schreiben wir sie groß. Wenn wir sie als Adjektive verwenden, schreiben wir sie klein. Hier verwenden wir es als Nomen und deswegen, oder als Substantiv, und deswegen schreiben wir Englisch hier groß. Und das ist auch eine feste Phrase auf Englisch. Obwohl kein Artikel davor steht und es streng genommen ein Adjektiv nominalisiert ist, verwenden wir hier keine Adjektivendung. Das ist einfach eine, ich kann euch das nicht erklären, warum das so ist. Es ist einfach eine feste Phrase auf Englisch, schreibt man hier als Sprachbezeichnung ohne Adjektivdeklination. Diese Erklärung ist aber nicht logisch konsistent. Ich zeige euch gleich noch ein anderes Beispiel. Was ihr euch merken könnt, ist einfach auf plus eine Sprachbezeichnung benutzen wir ohne Adjektivendung, einfach als feste Sprache. Ich halte den Vortrag auf Englisch, auf Französisch, auf Deutsch, ohne weitere Adjektivendungen. Gut, gehen wir mal weiter zu grundsätzlichen Nominalisierungsregeln. Wir haben hier Signale der Nominalisierung von Adjektiven, ist das jetzt, ja? Also wir sprechen hier von Nominalisierung von Adjektiven. Vielleicht schreibe ich das zur Sicherheit hier nochmal dazu. Signale der Nominalisierung von Adjektiven. So, wenn also ein Artikel davor steht, ist das Adjektiv nominalisiert. Das Französische. Und jetzt seht ihr, Französisch hat nun eine Adjektivendung. Und zwar würden wir sagen, eine schwache Endung. Hier muss ich jetzt einen kleinen Exkurs machen. Das ist jetzt kein Thema zur Adjektivdeklination. Das wäre sehr viel ausführlicher. Unter diesem Video blende ich euch mein Online-Buch Deutsch lernen mit Mnemotechniken ein. Das findet ihr in unserem Campus. Und ihr wisst, der günstigste und schnellste Weg in den Campus ist über den Link da oben, easyduff.de/crashkurs. Da kriegt ihr erstmal kostenlos eine Einführung in Mnemotechniken für Deutsch als Fremdsprache, für deutsche Grammatik. Und darüber kriegt ihr auch ein tolles Angebot für die volle Premium-Mitgliedschaft. Und dort findet ihr jede Menge Inhalte zum Deutschlernen ab dem Niveau A2 bis B1, B2, aber auch ab bis zum Niveau C1, C2 findest du da tolle Materialien. So, und alles, was ich dir jetzt erkläre, ich verwende jetzt auch gleich eine Tabelle für die Adjektivdeklination, beziehungsweise zwei Tabellen, visualisierte Tabellen, die findest du alle als Teil dieses Online-Buchs Deutsch lernen mit Mnemotechniken in unserem EasyDAF Campus. Also das Französische, es hat hier die Adjektiv,
Endung E. Warum ist das so? Ich versuche es dir zu erklären. Wenn wir ein Substantiv verwenden, muss es immer in einem bestimmten Kasus stehen. Ein Substantiv kann niemals außerhalb eines Kasus stehen. Es steht immer in einem bestimmten Kasus. Und hier ist es der Nominativ. Und die Frage ist nun, wird der Kasus vorher angezeigt im Begleiter zum Beispiel? Hier haben wir einen als Begleiter den bestimmten Artikel. Und dieser bestimmte Artikel, das, zeigt uns in diesem Kontext eindeutig den Nominativ an. Dass es der Nominativ sein soll, würden wir erkennen, indem wir hier die Frage stellen, wer oder was ist eine schöne Frage, wer oder was bezeichnet den Nominativ, und hier haben wir also diese Nominativendung. Und wenn diese vorhanden ist, dann hat das nachfolgende Adjektiv, auch wenn es substantiviert ist, eine sogenannte schwache Endung. Jetzt wird es ein bisschen ausführlicher, und die schwachen Endungen sehen wir hier. Ich habe hier eine wunderschöne Grafik gemacht. Hier sind also die Kasus aufgeführt, Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv. Ihr wisst, bei mir haben die Kasus eine bestimmte Farbe. Das gibt eine tolle Orientierung, wenn man es später im Satz erklärt. Hier habe ich nun die Genera, die Genus, durch Bilder symbolisiert. Also das ist der, repräsentiert durch den Löwen. Das hier ist das, repräsentiert durch Wasser. Das hier ist die, repräsentiert durch eine Frau. Und das hier ist einfach der Plural. So, schon durch die Überschrift schwache Adjektivendungen mache ich hier deutlich, dass die schwache Endung, und die schwache Endung ist eine Endung, die selbst keinen Kasus anzeigt. Wenn wir nämlich nochmal zurückgehen, wenn ich das jetzt so schnell finde, dann haben wir hier eine starke Endung, also eine kasusanzeigende Endung im Artikel. Das heißt, das nominalisierte Adjektiv verwendet eine sogenannte schwache Endung. Jetzt gehen wir wieder in unsere Tabelle. Und die schwache Endung ist immer en, nur nicht in diesen Fällen, da ist sie e. Und da das ein bisschen die Form hat, wenn man viel Fantasie hat, wie ein Topf, schon eine kleine Mnemotechnik, also in meinem Buch Deutsch lernen mit Mnemotechniken, das ihr in unserem Campus findet, findet ihr jede Menge solcher visualisierenden Hilfsmittel, kann man sich vorstellen, dass das ein Topf ist, und du kannst sagen, wenn es im Topf ist, hat es die Endung e, alles andere hat die Endung en, wenn es nicht im Topf ist. Also hier habe ich das gar nicht mehr reingeschrieben, weil ich es möglichst versimplifizieren möchte, möglichst vereinfachen möchte, simplifizieren möchte oder versimplifizieren. Vielleicht geht das auch. Also anstatt hier überall en hinzuschreiben, das wäre zu viel Stress fürs Auge, habe ich es einfach leer gelassen, weil ja schon in der Überschrift steht en, überall hier, also können wir uns die Endung en denken. So, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, wir waren hier, das Französische, das ist Nominativ Neutrum, Singular. Wir sind hier im Nominativ Neutrum Singular, wir sind also in diesem Feld, und ihr seht, hier muss das Adjektiv dann die schwache Endung e haben, wenn es vorher schon, wenn vorher schon im Begleiter der Artikel der Kasus eindeutig angezeigt wurde. So, jetzt konzentrieren wir uns aber wieder hierauf. Und jetzt sehen wir schon die nächste Ausnahme. Auch ein Pronomen ist ein Signal für ein nominalisiertes Adjektiv. Ist auch ein Signal für nominalisierte Verben und so weiter, aber jetzt sind wir bei den Adjektiven. Das heißt, erstmal haben wir hier ein Pronomen, nämlich ein Possessivpronomen, ein besitzanzeigendes Pronomen. Danach schreiben wir also groß weiter. Und jetzt siehst du aber, dieses Sein hat hier keinen eindeutigen, keine eindeutige Kasusanzeige. Trotzdem als Sprachbezeichnung
verwenden wir hier keine Endung. Fragt mich nicht, warum das so ist. Vielleicht sind Super-Experten hier und schreiben es in die Kommentare. Dann lerne ich gerne dazu. Mich hätte das jetzt zu viel Recherche gekostet. Das ist einfach, lernt es als feste Phrase. Sein Französisch, du kannst auch im Kontext sagen, oh, dein Deutsch ist aber schon sehr gut. Es benutzt einfach keine Endung. Oder ich sage es auf Deutsch, ich sage es auf Französisch. Auf plus Sprache, Possessivpronomen plus Sprache, benutzt plus Sprachbezeichnung, verwenden keine Adjektivdeklination. Genau, ja. Also nämlich, wenn das ein Adjektiv, eine nichtsprachbezeichnende ein nichtsprachbezeichnendes Adjektiv wäre, würden wir wirklich hier noch die Endung er dranhängen, aber nicht bei der Sprachbezeichnung. Das ist bei Sprachbezeichnungen eine Ausnahme. Gut, ich komme gleich nochmal drauf zurück. Präpositionen, sag es auf Französisch. Auf hatten wir schon vorher verwendet, hier. Auf Englisch, also das habe ich gerade auch eben schon mal erklärt. Auch hier haben wir keine Adjektivendung, aber nach der Präposition folgt immer ein Substantiv, also schreiben wir auch hier groß. Hier allerdings haben wir auch eine Präposition. Ja, das ist einfach eine alternative Bezeichnung, ja. Auf Französisch ist einfach eine feste Phrase, auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch. Die verwendet weder einen Artikel noch eine Adjektivendung. Allerdings, wenn ich in verwende, im Französischen, das ist auch so eine Wendung. Wir können jetzt darüber streiten, ob das vielleicht gar keine echte, reine Sprachbezeichnung ist, sondern ob da einfach die Gesamtheit der französischen Sprache gemeint ist. Das ist alles zu detailliert. Merkt ihr euch einfach die Phrase oder diese Regel bei Possessivpronomen und in Verbindung mit auf verwenden wir weder Artikel, also beim Possessivpronomen eh nicht, aber bei auf verwenden wir auch keinen Artikel und keine Adjektivendung. Eine alternative Bezeichnung ist, im Französischen sagt man das so und so. Im Deutschen heißt das so und so. Also das ist ja aufgeschlüsselt. In plus dem, das wir dann fusioniert zu im. Und jetzt haben wir hier die schwache Adjektivendung. Wir sind immer noch bei das Französische, das eigentliche Adjektiv. In plus Dativ, das mache ich mal hier kenntlich, dass dem der Dativ ist. So, dann haben wir hier aber eine eindeutige Kasusanzeige in diesem M, das ist der Dativ Singular. Und wenn wir jetzt hier hingehen, unsere Tabelle, sind wir hier beim Dativ, wir sind hier im das französische Neutrum, Dativ Singular, dann sind wir in diesem Feld. Das ist also nicht im Topf und deswegen verwendet es die Endung en. Jetzt schaue ich mal, ob ich meinen Tab wieder finde hier. Genau, hier waren wir. Deswegen also hier die Endung en. Also wie gesagt, bei auf verwenden wir keine Adjektivendung und bei Possessivpronomen auch nicht. So, jetzt gehen wir zu den Adjektiven als Signal, dass nun ein Nomen folgt. Ihr wisst, ein Adjektiv hat eigentlich immer ein Bezugsnomen und hier ist das Bezugsnomen dann die Sprachbezeichnung. Auch hier verwendet die Sprachbezeichnung selbst kein weiteres Adjektiv, also Sprachbezeichnungen. Vielleicht kann man sagen, nur wenn ein bestimmter Artikel davor steht und bei in plus bestimmten Artikel. Ja, hier haben wir auch einen bestimmten Artikel. Seht ihr, jetzt lerne ich selbst, ich konstruiere mir jetzt einfach eine Regel, sie mag falsch sein, also Linguisten werden vielleicht sagen, die Regel lautet anders, aber ich finde das für den Klassenraum ganz gut. Wenn wir einen bestimmten Artikel davor haben, haben wir eine Adjektivendung. Auch hier haben wir den bestimmten Artikel, in dem haben wir eine
Adjektivendung. Bei auf Französisch verwenden wir gar keinen Artikel bei dieser Phrase, also haben wir auch keine Adjektivendung. Hier verwenden wir auch keinen bestimmten Artikel, also keine Adjektivendung. Aber hier Gutes ist hier unser Adjektiv. Und dieses Adjektiv hat eine starke Endung, denn wir haben vor dem Adjektiv keinen Begleiter, der uns den Kasus anzeigt. Und deswegen muss die Kasusanzeige hier im Adjektiv sein. Und diese, das nennen wir dann eine starke Adjektivendung. Und diese starken Endungen sind im Prinzip identisch mit den mit dem bestimmten Artikel. Ich zeige euch noch eine andere Tabelle, nämlich diese. Auch diese Tabelle findet ihr in meinem Online-Buch Deutsch lernen mit Mnemotechniken in unserem Campus. Dort erkläre ich auch ausführlich nochmal mit Video, wie diese Tabelle funktioniert. Jetzt machen wir das nur ganz schnell. Wir sind hier bei, sie spricht, wen oder was würde man hier fragen? Also eigentlich, ja, was spricht sie? Das ist dann die Frage nach dem Akkusativ. Und wir sind also hier beim im Akkusativ. Was diese Wörter bedeuten, das lernt ihr dann alles in dem Online-Buch Deutschland mit Mnemotechniken. Das sind nochmal Merkhilfen. Aber jetzt sind wir erstmal beim das Französische, ist ein Neutrum, Singular, Akkusativ. Dann sind wir also hier und das ist einfach unser bestimmter Artikel, das. Und dieses S vom bestimmten Artikel, das verwenden wir im Adjektiv. Hier ist es nämlich. Und da man da hier ein Konsonant steht und ein S folgt, würde es heißen, gut, das versteht man nicht so richtig, das kann man nicht so richtig aussprechen, deswegen ist da noch ein E dazwischen. Sie spricht Gutes, ja, und dann kommt unser Bezugsnorm, unser nominalisiertes Adjektiv, Französisch. Ja, und ihr seht, hier kann man jetzt nicht, ja doch, auch hier fragen wir ja, was, und deswegen schreiben wir Französisch als Sprachbezeichnung groß. Und hier ist aber noch ein weiteres Signal, eben ein Adjektiv davor. Und nach einem Adjektiv folgt immer ein Substantiv. Das ist ja die Funktion eines Adjektivs. Es gibt uns mehr Informationen zu einem Substantiv. So, jetzt werdet ihr fragen, wo gibt es denn realistisch die Kombination eines Adjektivs plus eines nominalisierten Adjektivs? Ja, es gibt ein paar lustige Phrasen im Deutschen. Zum Beispiel aus der Werbung habt ihr vielleicht schon gesehen. Wenn es um Gebrauchtwagen geht, es gibt so Fernsehserien, wo es um das Aufhübschen von Gebrauchtwagen gehen und so weiter geht. Und die heißen, haben zum Beispiel den Titel Mein Neuer, das ist das Adjektiv. Und jetzt kommt das nominalisierte Adjektiv Alter, mein neuer Alter. Mit dem Alten ist gemeint ein alter Wagen, mein neuer Alter. Das Wagen lässt man einfach weg und lässt nur das Adjektiv dann stehen, nominalisiert dann. Und das Signal ist hier wieder ein Possessivpronomen. Und wir haben hier ja wieder ein Possessivpronomen im Nominativ Singular Maskulin, hat keine Kasusanzeige. Und deswegen muss das darauf folgende Adjektiv diese Kasusanzeige haben. Und das ist der Artikel der Alte. Also Alter ist hier nicht Neutrum, sondern Maskulin, weil es im Hintergrund Wagen gedacht wird. Der Wagen. Es geht hier um Gebrauchtwagen. Ja? Und so gibt es auch diese Phrase oder den Titel Mein neuer Gebrauchter zum Beispiel. Mit gebraucht ist dann auch ein Auto gemeint. Das Auto, aber der Wagen, das ist einfach eine andere Bezeichnung dafür, weil man auch von Gebrauchtwagen spricht und nicht von Gebrauchtautos. Also als zusammengesetztes Nomen aus einem Adjektiv und einem Nomen kann man ja ein neues Nomen zusammensetzen. Dann wäre das ein der Gebrauchtwagen. Und es gibt natürlich gebrauchte Autos, aber es gibt nicht das Gebrauchtauto.
kann man zwar konstruieren und jeder versteht es, aber es ist nicht gebräuchlich in der deutschen Sprache. So, jetzt haben wir aber jede Menge gesprochen. Jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter und schauen uns weitere Beispiele an von nominalisierten Adjektiven. Du kannst also jedes Adjektiv nominalisieren, indem du einfach der, die, das davor schreibst und ein E dahinter machst. Groß, das Adjektiv groß kannst du nominalisieren, indem du sagst der, die, das Große. Und jetzt gelten auch die Regeln der Adjektivdeklination. Also, unser Großer ist schon 10. Das heißt übersetzt, du hast zum Beispiel mehrere Kinder, mindestens 2. Eins ist älter als das andere und es ist ein Junge. Dann kannst du sagen, unser großer Junge. Oder das ist so eine typische Wendung im Deutschen, dass du sagst, unser Großer. Das heißt dann, das älteste Kind, wenn es männlich ist. Unser Großer ist schon 10. Hier haben wir jetzt wieder diesen Fall, dass wir ein Possessivpronomen haben. Dieses ER ist keine Kasusanzeige, es ist einfach der Stamm dieses Possessivpronomens unser. Ich werde demnächst übrigens auch mal was zu Possessivpronomen machen. Das ist einfach der Stamm dieses Possessivpronomens unser. Und ich schreibe das mal unten dran nochmal, unser. Und hier wäre jetzt in anderen Kasus noch Platz für eine Adjektivendung oder für eine Kasusendung, die man hier jetzt noch ergänzen könnte. Aber nicht im Nominativ Singular, da haben Possessivpronomen keine Kasusendung. Also haben wir hier einen Fall, dass wir im Begleiter keine Kasusendung haben. Es heißt aber, der Große habe ich hier konstruiert, der große Junge, ja, der Große. Und deswegen muss dieses ER im nominalisierten Adjektiv stehen. Unser Großer ist schon 10. Und das Gleiche auch. Also wie gesagt, kannst du das mit jedem beliebigen Adjektiv machen. Hier ist nun klein. Der, die, das Kleine. Ja, in welchen Kontexten würde man das sagen? Das ist dann, also besonders mit klein, immer ein bisschen problematisch. Wer möchte schon kleiner oder so genannt werden? Ich habe euch mal ein berühmtes Zitat ausgesucht von Humphrey Bogart in Casablanca, soweit ich weiß. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Und hier ist mit das Kleine natürlich die Frau gemeint. Das ist heute auf keinen Fall mehr korrekt zu sagen, aber als Filmklassiker dachte ich, kann ich das mal zitieren. Und hier seht ihr auch, es wird ohne Begleiter verwendet und deswegen muss das S von das Kleine im nominalisierten Adjektiv stehen. Und auch hier wieder die Regel, dass wir hier ein E haben, damit wir es aussprechen können. Sonst müsste es heißen Kleins. Das versteht man nicht so richtig. Gut, wir schauen nochmal weiter. Auch das, hier wenden wir nochmal die Regel an, zum Beispiel auf rund und eckig. Dann habt ihr gleich noch ein wichtiges Zitat. Rund ist einfach diese Form, das ist rund. Und eckig ist alles, was Ecken hat. Sowas oder sowas. Also überall, wo eckige Formen vorhanden sind, nennt man das eckig. Man spricht übrigens aus IC, so wie ich am Ende, eckig. Gibt einen großen Streit. In manchen Regionen spricht man es eckig aus, in Österreich zum Beispiel oder in Bayern, vielleicht auch in der Schweiz, ziemlich sicher auch in der Schweiz. Aber in Deutschland, wenn man sauberes Hochdeutsch in Deutschland lernt, Schauspieler, Tagesschausprecher, Journalisten und so weiter, dann lernen die in der Aussprache eckig es auszusprechen. So, aber wenn ein Vokal folgt, sprechen wir es wieder G aus, also das Eckige sprechen wir dann aus. Ja, und warum habe ich gerade die beiden Adjektive gewählt? Manche kommen jetzt vielleicht schon auf das, was folgt. Es gibt nämlich ein berühmtes Zitat von vom Reichsbundestrainer in den 40er Jahren in Deutschland, ganz berühmt. Er heißt
Sepp Josef eigentlich und jeder hat ihn aber Sepp genannt. Das ist eine gängige Abkürzung von Josef. Sepp Herberger, also berühmter Fußballtrainer. Ihm schreibt man das Zitat zu. Ich bin nicht 100% sicher, ob es von ihm ist. Es wird aber überall so gesagt. Das Runde als wichtige Fußballregel, ja, als wichtige Mission auf dem Fußballplatz. Das Runde muss ins Eckige. Mit Ausrufezeichen kann man das machen, ja. Jungs, worum geht's? Oder heute auch Frauen, worum geht's beim Fußball? Was müssen wir hier machen auf dem Platz? Ganz einfach, das Runde, also der Ball, muss ins Eckige, also ins Tor. Ein sehr, sehr berühmt gewordener Satz, weil er so schön so simpel ist. Ja? Der Ball wird reduziert auf seine runde Form und das Tor wird reduziert auf seine eckige Form. Das Runde muss ins Eckige, wirklich ein Weltklasse-Ausspruch. Also das Runde muss ins Eckige. Auch hier haben wir wieder die ganz normale Adjektivendung. Hier haben wir eine eindeutige Kasusanzeige, dass, und deswegen muss rund hier die schwache Endung haben. Das Runde muss ins Eckige. Ins ist ja auch eine Kombination aus in plus das. Das wäre dann der Akkusativ. Ins Eckige. Das Runde muss ins Eckige. Wir können uns das gerne nochmal anschauen in unserer Tabelle. Das Runde sind wir hier im Nominativ. Neutrum, das Runde hat hier ein E als schwache Endung. Muss wohin? Akkusativ in das Eckige. Hier sind wir im Akkusativ. Neutrum Singular, deswegen ein E als schwache Endung. So, und jetzt schauen wir uns nochmal an, wie unser Kontext lautete, ja. Jetzt verstehen wir auch besser, was hier gefragt wurde. Warum sagen wir aus dem Französischen, warum schreiben wir Französisch mit N? Und das können wir jetzt eindeutig beantworten, weil wir hier die Präposition haben. Darauf folgt immer ein Nomen, haben wir gesagt. Wir haben hier ein nominalisiertes Adjektiv mit einem bestimmten Artikel, mit einem Artikel. Dem kann ich jetzt mal farbig markieren nach meinem Farbsystem. Dem ist, beziehungsweise hier nach aus muss ein Dativ folgen und dem zeigt den Dativ eindeutig an. Wir haben also eine Kasusanzeige im bestimmten Artikel. Und wenn wir das haben, trifft genau das hier zu. Entschuldigung, diese Tabelle. Wir haben hier eine eindeutige Kasusanzeige, deswegen eine schwache Endung. Im Dativ, Neutrum, sind wir genau hier. In diesem Feld, also muss ein EN hier stehen. Und hier steht es, deswegen aus dem Französischen. Und das ist die Antwort auf diese Frage. Liebe Samira, aber ich habe ihr natürlich vorher schon auf YouTube geantwortet, aber nicht ganz so ausführlich natürlich. So, wir gehen nochmal weiter und schauen uns jetzt auch diesen Satz nochmal an. Das ist eine Nachricht, die ich erhalten habe von einem neuen Campusmitglied. Ich lese das nochmal vor. An dieser Stelle nochmal bitte, also auch wenn ihr jetzt denkt, ja immer mit seiner Werbung, ist es aber wirklich kostenlos. Also wenn ihr auf den Link da oben klickt, easydav.de/campus, kriegt ihr kostenlos einen vierteiligen Videokurs über Gedächtnistechniken für Deutsch als Fremdsprache, unseren Gedächtnis-Crashkurs für Deutsch als Fremdsprache, den ich wirklich früher verkauft habe für 37 Euro und nicht selten verkauft. Ja, fragt mich nicht, warum ich ihn jetzt kostenlos hergebe. So, vielen herzlichen Dank für die Beiträge. Ich arbeite an der FSU Jena als Lehrkraft, Friedrich-Schiller-Universität heißt das, und bin durch Zufall auf ihre Seite gekommen. Mein erster Eindruck ist ein sehr positiver. Tja, was haben wir bisher gelernt? Wir haben hier einen Artikel, das markiere ich mal,
ein Artikel als Signal, dass nun ein Nomen folgt, und zwar ein nominalisiertes Adjektiv. Müsste das dann nicht groß geschrieben werden? Ist es also hier korrekt geschrieben, ja oder nein? Ihr könnt noch mal kurz darüber nachdenken. Ich sage, es wird nicht groß geschrieben. Warum nicht? Weil es sich bezieht auf den Eindruck. Wir können also auch das paraphrasieren als, es ist ein positiver Eindruck, und das können wir anders ausdrücken mit, mein Eindruck ist ein positiver. Und deswegen würde ich sagen, das hier ist korrekt, weil es sich auf das im gleichen Satz verwendete Substantiv bezieht. Und deswegen würde ich es hier tatsächlich klein schreiben. Ich würde sagen, dass das korrekt ist hier. Wir lesen trotzdem nochmal weiter, um euch ein bisschen zu motivieren, euch einzutragen. Hut ab dafür, ich bin seit heute ein neues Mitglied und werde ihre Seite auch meinen Studierenden und Kolleginnen gerne weiterempfehlen. Ja, der Campus entwickelt sich in letzter Zeit sehr gut. Wir haben gute neue Kontakte geknüpft. Schaut da ruhig auch mal rein und tragt euch zumindest erstmal in das kostenlose Produkt ein. Ja, jetzt zum Ende möchte ich euch nochmal hierauf hinweisen, es gibt natürlich jede Menge Möglichkeiten, Adjektive zu nominalisieren, zum Beispiel durch diese ganzen Endungen. Wahrscheinlich gibt es auch noch mehr Endungen. Ich halte nicht viel davon, das jetzt als Regel zu lernen, wie man Adjektive nominalisiert. Die Regel, die ich euch gezeigt habe, mit der, die, das, plus die Endung e dazu, das Große, das Kleine, der Schöne, der Breite und so weiter, das funktioniert immer, wenn ihr was Bestimmtes ausdrücken wollt. Diese Endungen könnt ihr höchstens lernen als Signale, dass es sich dann immer um Substantive handelt, die von Adjektiven abgeleitet sind. Du kannst aber nicht sagen, ich kann jetzt aus jedem beliebigen Adjektiv durch die Endung oder durch das Suffix -heit ein Substantiv bilden. Das funktioniert nicht, das macht meistens keinen Sinn. Es gibt natürlich so gebildete Substantive, wie zum Beispiel die Krankheit, aus dem Adjektiv krank abgeleitet, aber du kannst nicht aus groß die Großheit machen. Das ergibt keinen Sinn, das verwenden wir nicht. Und so ist es mit all diesen Endungen in bestimmten. Es gibt Substantive, die erkennt man dann an diesen Endungen, dass sie ein Substantiv sind, und dann musst du sie auch groß schreiben, und sie sagen oft auch was über das Genus des Substantivs aus. Und auch darüber findest du in diesem Online-Buch Deutschlernen mit Mnemotechniken erstens noch weitere Endungen und eine sehr schöne Mnemotechnik, wie du viel leichter lernen kannst, auf welches Genus diese Endungen meistens hinweisen. Also es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. So, und jetzt habe ich euch hier gleich mal ein paar Beispiele gebracht. Ja, krank, die Krankheit. Das funktioniert jetzt einfach mit der Endung heit, aber schon hier bei kalt, die Kälte, hier könnte man sagen, gut, da ist jetzt aus diesem E einfach ein Nomen gemacht, aber unsere ursprüngliche Regel würde ja heißen, kalt, der, die, das Kalte. Das gibt es auch, hat aber eine andere Bedeutung als die Kälte. Und ihr seht auch, das ist eigentlich ein Substantiv für sich stehend. Es ist abgeleitet von einem Adjektiv, aber es hat schon mal hier einen Umlaut. Das heißt, es ist sprachgeschichtlich was anderes, als wenn wir jetzt einfach neu konstruieren aus kalt, das Kalte. Das hat auch eine andere Bedeutung. Und genauso ist es bei Hitze. Es hat auch ein E, aber der Stamm hat sich hier komplett geändert. Der Diphthong, dieses EI, ist nun zu einem I und das scharfe S zu einem TZ geworden. Also es besteht zweifelsohne eine Verwandtschaft zwischen den beiden Wörtern. Aber du kannst ja nicht stur irgendeine Regel auswendig lernen und dieses Substantiv selbst bilden, indem du eine Regel anwendest. Nein, du musst es lernen, du musst es vorher gelernt haben. Deswegen habe ich das jetzt ganz ans Ende gestellt.
Dieses andere, diese Regel mit der, die, das plus die Endung e, das kannst du immer verwenden, hat natürlich auch eine eingeschränkte Bedeutung. Ja, das ist es, was es dazu zu sagen gilt. Das Thema also ist sehr viel weitreichender. Deswegen habe ich hier auch geschrieben, dass es keine eindeutigen Regeln mehr sind, sondern das sind abgeleitete Adjektive. Das habe ich hier übrigens falsch geschrieben, vielleicht fällt es euch auf. Es muss heißen, von Adjektiven abgeleitete Nomen. Ich habe es genau falsch geschrieben, das korrigiere ich jetzt aber nochmal. Von Adjektiven abgeleitete Nomen. So muss es heißen. Jetzt kann ich das Video ruhigen Gewissens beenden. Ja, das ist wieder etwas ausführlicher geworden heute. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Bitte lasst mir gerne ein Abo da oder ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und nochmal, nutzt bitte die Gelegenheit und tragt euch ein in unseren kostenlosen, er bleibt dauerhaft kostenlos, wenn du dich eingetragen hast. Es fängt dann nicht an, nach 3 Tagen kostenpflichtig zu werden, wenn du diesen Kurs, wenn du dich dafür einträgst, Gedächtnis-Crashkurs für deutsche Grammatik, bleibt dieser Kurs für dich kostenlos. Du kannst aber dann eine sehr günstige Gelegenheit wahrnehmen, auch in unseren vollumfänglichen Campus einzutreten als Premium-Mitglied und hast dann wirklich, wirklich für quasi nichts Zugang zu sehr vielen, sehr tollen Deutschprodukten und sogar zu wöchentlichen Konversationskursen online. Für den Preis findest du das sicher nirgends und schon gar nicht in der Qualität, denn wir haben tolle Lehrerinnen, die diese Kurse durchführen. Gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Das war Peter Heinrich von easyduff.de. Tschüss.